drüben ist Reparatur. Ja, weil ohne Rückspiegel geht er ja nicht. Der Truck ist eigentlich sowieso schon mal Mist. Aber was macht man nicht alles, um Geld zu sparen? Aha, dort können wir also gucken, was das ist. Aha. P ist Scheibenwischer. L ist Licht. F ist Warnblinke. Lenken. Aha. Jungs, ich brauche doch einen Rückspiegel. Ach, scheiß drauf. Ja, wo muss ich denn jetzt lang? Gucken wir mal hier. Aha. So, Enter. Jetzt können wir... Ah nee, ich will doch... Mann, ich hab doch meinen Truck. Hallo, ich würde gerne Aufträge entgegennehmen. Aha, Euro. Aha, da oben müssen wir hin. Goodie, gucken wir. Und natürlich, wir fahren auf die Straße. Das erste, was wir hinkriegen, ist natürlich direkt falsch abbiegen. Aber das wären wir nicht ohne Manfreds Wendekünste schlechthin. So, auf offener Straße. Ja. Jetzt haben wir mal ein bisschen Gummi hier. Kacken jetzt mal auf Straßenbegrenzungen oder nicht. Dann müssen wir gleich vorne rum. Ja, rote Ampel hin oder her. Wurscht. Gegenfahrspur hin oder her. Wurscht. Hier müssen wir rein. Enter. So, und jetzt können wir nämlich auswählen. Wir wollen, was bringt denn das meiste Geld? Kartoffeln. Eiscreme. Milch. Italiener. Äpfel. Kommt. Ich habe gesehen, auch sowas wie Immigranten wegschicken. Nach München. Und wir nehmen diesen Blowjob. So, jetzt steht hier unser Hänger. Ja, komm, hör mal auf zu blinken jetzt. Ich möchte jetzt einen Rückspiegel haben. Optionen. Gameplay. Keyboard. Unreal, ja, sehr schön. Rotate, Screenshot, Inside Camera, es muss doch was geben. Warn, ja, Hazard, Warning. Ja, sehr, sehr schön. Display Mode, ja, auch cool. Aha, Wing Mirrors, Seitenspiegel. Sehe ich jetzt hier? Das ist ja dumm. Huch, jetzt habe ich...
muss noch eine Variante geben. Tut mir leid, wenn das jetzt mal ein bisschen länger dauert. Aber es gibt da noch einige interessante Informationen, die ihr euch, glaube ich, nicht entgehen lassen solltet. Aber dazu gleich mehr. Wing Mirrors. Ich brauche doch einen Spiegel im... Ach, ich bin ja auch... Ja, natürlich brauche ich Rückspiegel im LKW, wo es keinen gibt. Ich brauche jetzt kein Notebook. Ich will ankoppeln. Ja, ich bin nur schon... Jetzt muss ich extra auf diesen blöden Pfeil fahren. Na komm, setz zurück die Maus. So, fahren wir rum. Und dann wird das angebracht, das gute Stück. Jetzt gehen wir nämlich wieder in unsere Kabine. So, und zwar, wie gerade schon angekündigt, haben Akka und ich uns vorgenommen. Wo soll das jetzt hin? Ja. Soll das zu dem Ibdatschus oder was? Ja, ich denke. Genau, der da im Hintergrund noch mit ist. Wir hatten uns überlegt, so als Projekt, sage ich mal, auf dem Kanal Chaos Squad, denke ich mal. Doch, weil da ich ja nur bin. Eine Art Let's Play Together von Eurotruck Simulator 2 zu machen. Deswegen hier nur so als kleines Einführungsvideo mal die 1. Und in der 2 läuft dann wenigstens alles flüssiger und nicht mehr so, nicht so hektisch. Zum Beispiel so hier hektisch. Man muss schon ohne Probleme blinken können. Und das Lenkrad muss auch nicht die ganze Zeit hin und her schwenken, wie als hätte es einen Ausschlag oder so. Und ich hoffe, dass ich hier auf der richtigen Route fahre. Weil im Endeffekt, wir wollen ja nichts missen. Ich halte mal kurz an. N. So, was sagt denn Navigation? Wo sollen wir denn... Wo sollen wir denn eigentlich hin? Nach München. Ja, da sind wir ja mal komplett falsch. Also, was sagt uns unser Bauchgefühl, wenn? Ich hoffe nur, dass wir irgendwie wenden können. Oh ja, doch. Scheiße. Ja, auf so einem Bauernhof wendet man normalerweise nicht. Ja, komm, ist gut. Mach die Dreckshilfe aus. Natürlich sapp ich voll in dieses Ding rein. Wie geht's denn jetzt so rum? Hier die Krise. The man on the mirror
doch hier rumkommen. Hier. Jetzt mit einem Schwung durch, ohne sich den Kopf zu machen. Und Rocky die Zucki. Und jetzt gleich blinken. Und ab dafür. So. Jetzt ist nämlich die Frage. Ich glaube, ich muss jetzt gleich auf die E51 runter. Das heißt, wir biegen jetzt nach rechts ab. Da die Bullen, oder? Sind das Bullen? Nee. Na komm, fahrt vor. Ich will durch. Ja, nicht so ruckeln, bloß wegen dem bisschen Verkehr. So, was steht denn jetzt hier? Ja doch, die E51 können wir nehmen. Also müssen wir hier ran. Runter. Aber erst später. Ich fahre jetzt besser rüber. Und dann gucken wir mal. Also auf dem Kanal Chaos Squad, dann irgendwann Euro Truck Simulator 2. Ganz ehrlich gesagt, entweder gecrackt. Und wenn das als Multiplayer soweit ganz gut sein könnte, dann werden wir uns das Spiel natürlich auch kaufen. Aber so eben erstmal zum Test. Kann ich hier irgendwo hochschalten oder ist das jetzt maximal Geschwindigkeit? Ausfahrt. Kommt, wir nehmen sie einfach mit. Und dann müssen wir halt gucken, wie sich das jetzt für das Gesamtbild rentiert. Also ich sag mal, das ist nicht immer so leicht. Das ist alles eine Frage A des Geldes, B der Technik. So und so. Also ich denke, wir sind schon bei den Gängen weit oben. Mehr ist jetzt nicht drin. Gucken mal, was der Tank noch hergibt. Ja, das ist natürlich nur ja, fast voll noch. Wünschen. Jo, da wollen wir hin. Ja, dann müssen wir halt dann gucken. Also ich sag mal, das hier ruckelt jetzt schon ein bisschen. Also man bräuchte halt einen besseren PC wirklich. Aber boah, hau die ist hier überall. Ich hasse es. Kollege, grüß dich! Was geht bei dir ab?
ein Totalraster, weil ich gerade gesehen habe, wie viel Geld ich doch blechen muss. Sagen wir so, ein Original. Voll! Mann, sagen wir mal so, ein Original PlayStation 3, PlayStation 2 PC Diving Force GT Lenkrad für 108 Euro. Ich, ja. Ja. Ist so eine Sache, wa? Warum willst du dir dafür extra ein Lenkrad kaufen? Nicht nur für das Spiel, für allgemein Autorennspiele auf dem PC. Ich hatte ja mein Lenkrad. Jetzt wird erstmal gegrunzt. So, dann geht's nämlich gleich weiter mitten in der Nacht. Na, geh aus jetzt! So. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns und die Mission mache ich jetzt noch fertig mit dieser Aufnahme. Ja, ist halt, ne? Ich war einfach hier. Die Störung müsste einfach nicht so hier. Normalerweise würde ich das auf einer Autobahn bei der Geschwindigkeit machen, würde ich sofort hier von der Spur kommen. Deswegen hole ich mir auch einen Lenker, weil es dann viel einfacher ist. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Ich habe einfach mal den Hänger neu angehangen, weil mir das gerade nicht so koscher war. Aber naja. Komm, Fernlicht, muss ich lohnen. Ah! Läuft doch! Ach ja, I've been looking for freedom. Sieht ja generell ein bisschen beknackt aus. Aber naja. Und ich sag mal, Lenkrad, ja, schön und gut. Aber zweischneidiges Schwert. Also ein. Was ich mir jetzt das ist schon extrem, das stimmt, aber. Was war so als zu Weihnachten sich wünschen? Weil dabei ist ja der Weihnachtsmann da. Ja, ja. So, fahren wir weiter und weiter. Bergauf. Komm, fahr, Kumpel. Gib alles, auch wenn es ein Berg ist. Tempo. Zack, ich mitten auf den Berg die Handbremse rein. Ein Berg, oh nein, wir müssen hier hochkommen. Kämpf, Kumpel, kämpf! Oh oh. Mit einem fahrenden Motor ausmachen ist doch nicht so eine gute Idee. Ja, jetzt gibt mal Gummi hier. Weil ich wollte ja heute doch noch ankommen. Schöne Bäume. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Das ist jetzt wirklich nur eine Aufnahme durchweg, die dann am Mittwoch, dem Feiertag, für die alle Sachsen wird da online sein und dann halt eben als Infovideo dienen, auch wenn ihr bis jetzt noch nicht viele Infos erhalten habt. Aber zum Beispiel eine Info wäre eben, dass der Euro Truck Simulator 2 mit großer Wahrscheinlichkeit auf dem Kanal zu finden sein wird und dass eben, naja, das Ganze wieder ein bisschen ausbaufähig sein könnte. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Also wir planen dann, wenn Multiplayer, dann zusammenfahren. Und dann so über mega Scheiße labern und sowas halt. Oh, Standort eben. So, jetzt muss ich langsam mal gucken. Ja, wir ziehen gerade durch.
haben wir es fast geschafft. Was? Ich werde müde? Wir ziehen gerade durch, da kommt ein Rastplatz. Ein Rastplatz! While of the Rastplatz, da können wir uns ausruhen, meine Amerikaner, Glenn Freund. So, ich gucke mal auf meine Smartphone. There is only the clock saying we have it 22:15. So, Schnucki, dann kommen wir gleich am Rastplatz an. Deswegen halte ich mich jetzt schon mal auf der rechten Seite. Rechts ist immer gut. Denn wenn ich den persönlichen Status angucke, werden wir schwer müde. Und das brauchen wir nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Was? Was? Oh, ich hab nur gefurzt. Okay, Maschine wieder an. Essen wird generell überbewertet, wisst ihr ja. So, jetzt gibt endlich Gummi. Ist frei die Straße. Ja, logisch, Autobahnen sind immer frei. Okay, die nächste dann. Na, warum auf zu blinken, irgendwie. Tja. Gute Frage, was nun hier komplex sein soll. Und nun kommt man. Ja, kommt man nur, kommt man nicht. Ich fahr einfach mal hier ab. Aufs Feld. Frei, frei. So. Und da sind wir doch schon fast richtig. Dann kommt vielleicht die nächste Abfahrt. Die müssen wir dann auch nochmal mitnehmen, weil dann sind wir schon fast an unserem Autohof oder wo auch immer unser. Ne, Kartoffeln fahren wir, oder? Fahren wir Kartoffeln? Irgendwas war das doch. Euro-Goodies fahren wir. Wir fahren Euro-Goodies. So, Schnucki. Wir haben unser Ziel fast erreicht und damit war es das auch schon bald mit dieser Aufnahme. Und vielleicht einfach meine Meinung zu dem ganzen Projekt da lassen. Inspiration vielleicht, Verbesserungsmöglichkeiten. Es lässt sich doch alles regeln. Ich schlängel mich jetzt doch hier durch bis zum Autohof. Oder nee, Kartoffelhof. Ach, was auch immer wir abladen sollen. Dann werden wir ja sehen. Muss ich nicht auch noch zurückfahren? Ne, eigentlich könnte ich ja gleich zur nächsten Spedition kommen. Ich bin ja nicht mehr umgebunden. Und wir haben Dienstag und wir sind am Sonntag oder am Montag losgefahren. Naja, geht. Ich glaube Montag. Wir haben uns dann zweimal schlafen gelegt, weil wir dachten, oh, jetzt wäre Grunzentoll. Gut, oh, jetzt wäre Grunzentoll. Ist dein Nachname. Also er heißt mit Nachnamen, das steht auch auf ihrer Arbeit. Boah, jetzt wäre Grunzentoll. Nicht lachen. Die Leute sollen mein dummes Gelaber wirklich mal ernst nehmen. So, jetzt sind wir in München. Sweet Home Monique. Was hat Monique damit zu tun? Spaß. So, jetzt trotzdem wir mal ein bisschen Geschwindigkeit. So. Haben wir wieder eine kleine Karte. LKW. Ja, ist natürlich nicht die richtige Richtung. Die ist die richtige, da komme ich immer durcheinander. Ach was? Fahr! Ach so, mit Handbremse geht das immer sehr schlecht.
Frage, die wir nicht nehmen können. Fuck! Falsch, haben immer noch das Licht an, geraten von einer Spur auf die nächste, also ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen fahren. Aber ich sag mal, darum geht es ja noch. Damage Penalty. Ja, ja, gut. Wir haben jetzt 76 Euro. Warte, ich schreibe mir nämlich gerade die Augen. Wir haben jetzt 76 Euro dafür eingebüßt. Ne, 78 sogar. Eingebüßt dafür, dass der Hänger ein bisschen komisch ankam. Aber ich sag mal, ja. Boah, jetzt müssen wir nochmal 400 zahlen. Ich stelle mich jetzt hier an den Rand. Wo stelle ich mich hin? Kommt volle Kanloni da rein. So, Roms! Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch wenigstens ein bisschen Spaß gemacht, mir hier beim Crashen und Burnen zuzusehen. Allerdings ist das vielleicht kein Dauerprojekt. Es wird sich zeigen, wie es bei Euro Truck Simulator 2 läuft. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gunnar macht sowieso die ganze Zeit nichts. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.